Auch Sie erinnern uns an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Riesige Fliegerbomben mit tödlicher Sprengkraft, die als Blindgänger mitten in unseren Städten auftauchen. Oft bei Bauarbeiten. Nicht selten dürfen tausende Menschen dann, wie vor kurzem etwa in Göttingen, bis zur riskanten Entschärfung nicht zurück in ihre Wohnungen. Aber dauerhaft womöglich noch gefährlicher ist das, was Weltkriegsmunition unsichtbar anrichtet im Meer. Allein in der Ostsee ticken toxische Zeitbomben, tausendfach. Die müssten da dringend weg, aber dafür fehlt bisher das Geld. So sieht es auf dem Meeresboden der Ostsee aus, keine 3 Kilometer von der schleswig-holsteinischen Küste entfernt. Die Forschungstaucher der Uni Kiel haben diese Bilder für uns aufgenommen. Zum Beispiel diese englische Grundmine. Sie ist zwar nicht mehr scharf, aber noch voller Sprengkraft, also TNT. 9000 davon liegen allein vor der Kieler Bucht. Ihr Job ist es, mitten in diesem Minenfeld Messinstrumente anzubringen. Seit mehr als 70 Jahren rosten die Sprengkörper dort vor sich hin. Bei näherem Hingucken sieht man, dass es eben halt Minenreste sind oder Grundminenreste sind. Zusammen mit TNT und der Schießwolle, die eben halt überall verteilt ist. Und das TNT ist natürlich giftig. Und deswegen sind so Taucher natürlich instruiert, erstmal nichts anzufassen und vor allem auch nichts mehr nach oben zu bringen. Ganz wichtig. Wie giftig sind die Bombenreste wirklich? Dafür befestigen die Taucher Netze mit Muscheln in der Nähe der Minen. Denn die Muscheln sind natürliche Filter. Anhand von ihnen wollen Forscher wissen, wie stark sich die krebserregenden Stoffe anreichern. Die regelmäßigen Messungen sollen belegen, dass das Problem immer größer wird, je stärker die Minen rosten. Solche rostende Munition, die haben ja noch Metallhüllen, die kann man also noch ganz gut detektieren mit Magnetometern und so weiter. Wenn wir 20, 30 Jahre warten, haben wir 2 Probleme. Einmal das Problem, wir können die Munition nicht mehr finden, nicht mehr identifizieren. Und das zweite Problem ist, diese schützenden, rostenden Hüllen sind dann weg, sodass wir dann das Szenario haben, freiliegendes TNT, welches verstärkt in die Umwelt gelangt und dann unter Umständen auch dann in der Nahrungskette des Menschen landet. Experten sind sich einig, die Munition muss raus aus dem Meer. Hier in der Fahrrinne der Kieler Förde haben die Briten früher besonders viel bombardiert. Mit alten Funksprüchen lässt sich rekonstruieren, wo die Minen liegen. Lange vergessen werden sie jetzt zur Umweltgefahr. Deshalb ist auch der Umweltminister von Schleswig-Holstein an Bord. Er will Druck machen, damit die Kosten für die Bergung der Munition im Haushalt der neuen Bundesregierung stehen. Es geht jetzt darum, dass wir einsteigen in ein echtes Entsorgungshandeln. Das heißt, ein Lernen, wie kann man diese Munition mit Robotik vom Meeresgrund hochholen und entsprechend auch zerlegen und entsorgen. Und das können wir mit einer Pilotanlage und die muss jetzt finanziert werden. Dafür brauchen wir jetzt eine Entscheidung. Die Technik für eine solche schwimmende Anlage ist da. Doch alleine können die Küstenländer die Kosten von 100 Millionen Euro nicht stemmen. Und deshalb rosten die Minen am Meeresboden erstmal weiter. Und auf La Palma geht es mit den Eruptionen des Vulkans weiter, der immer noch Asche und Lava spuckt. Vor genau einem Monat war er ausgebrochen. Tausende Menschen mussten ja ihr Zuhause verlassen und wissen nun zum Teil immer noch nicht, wie es für sie weitergeht. Als Schutz gegen den omnipräsenten Ascheregen gehen auf der Insel viele Bewohnerinnen und Bewohner mittlerweile nur noch mit Regenschirmen vor die Tür, so wie hier in der Stadt Los Llanos de Ariadne. Und dort im Westen der Insel nähert sich inzwischen erneut ein Lavastrom dem Meer. Tja, und wenn der auf das Wasser trifft, ja, dann drohen wieder giftige Dämpfe. Stabil, aber immer noch stark. So beschreiben Vulkanologen das, was auf La Palma im Moment vor sich geht. Einen Monat nach Beginn des Ausbruchs gibt es nach wie vor keinen Anlass zur Entwarnung. Fast 2000 Gebäude sind zerstört und täglich werden es mehr. 7000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die meisten von ihnen leben immer noch bei Verwandten, in Hotels oder in Wohnmobilen. Wir sind sehr, sehr müde. Aber wer kommt schon gegen die Natur an? Wir gewöhnen uns dran. Stück für Stück. Von mir aus könnte es jetzt auch mal wieder vorbei sein. Aber wann, weiß ja keiner so richtig. Tatsächlich wollen sich da selbst Experten nicht festlegen. Vulkanausbrüche dauern auf La Palma in der Regel 1 bis 2 Monate. Dieser hat allerdings deutlich mehr Lava an die Oberfläche gebracht als der letzte vor 50 Jahren. Eigentlich ist es ein für La Palma normaler Ausbruch, aber eben mit sehr viel mehr Volumen als sonst. Und weil die Insel jetzt stärker bevölkert ist, ist er auch viel destruktiver.
Neben dem Hauptstrom ist ein zweiter kurz davor, das Meer zu erreichen. Dann entwickeln sich möglicherweise noch einmal giftige Gase. Und die Menschen in der Gegend können wieder für ein paar Tage ihre Häuser nicht verlassen.